So, hallo und herzlich willkommen auf dem Weg zum Wald. Arbeitstitel des heutigen Videos: Müder, schwacher, dick gewordener Mann verlässt Sofa und steigt auf einen Berg. Übrigens, da hinten, ich hoffe, man kann ihn sehen, da ist er, besagter Berg. Und wehe, wehe, irgendein Alpenbewohner kommt mir jetzt damit, dass das kein Berg sei. Corona führt zu erhöhtem Sofaaufenthalt, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Und da dachte ich mir, es wird Zeit, das Sofa zu verlassen und auf einen Berg zu steigen. Es ist nicht so, dass ich da oben noch nie gewesen wäre. Damals, als ich noch jung und weniger Sofa und knusprige Dinge, die vorzugsweise in Plastiktüten eingeschweißt sind, geschädigt gewesen bin, da war ich da schon mal oben. Also Exkursion mal wieder. Was genau ich jetzt unterwegs finden werde, weiß ich nicht. Aber ich nehme euch mit, geht so lang wie es geht und wie gesagt, wir schauen mal, ob wir unterwegs irgendwas Interessantes finden. Ihr seid heute am Stock mit der Actioncam. Warum seid ihr das? Naja, die ist wasserfest und es ist mit gelegentlichen Schauern zu rechnen und ich habe keine Lust, jedes Mal über den Zustand meiner Kamera nachdenken zu müssen. So, hinter mir seht ihr eine Wand, in Anführungszeichen. Und an dieser Wand, hier wächst überall vor allen Dingen eins, und zwar erstaunlich viel Hainbuche. Das ist wahrscheinlich nicht 100% Zufall, aber doch eher untypisch, dass Hainbuche sich hier eben als so ein Steilwand Bewohner zeigt. Wüsste ich jetzt nicht, dass das jedes Mal so wäre. Es überrascht mich ein bisschen, dass man sich hier unbedingt für Hainbuche entschieden hat. Natürlich, die wächst hier schon gut, die wächst hier auch ordentlich. Vielleicht ging es darum, dass man eben nicht große Früchte haben wollte, damit die Schweine hier nicht allzu viel rumwühlen und Erosionsringen am Hang verursachen, beziehungsweise hier sind auch noch viele Gärten. Ich bin gerade erst aus dem Dorf raus. Da unten seht ihr die ersten Häuser. Dazu gehört auch das, in dem wir wohnen, zu den ersten Häusern. Das heißt, ich habe wirklich die luxuriöse Situation, dass ich quasi zur Tür raus kann und mache 50 Meter und dann hört das Dorf auch auf und dann geht es hier den Buckelnuff. Zugegebenerweise gar nicht so unsteil. Hier haben wir die erste schöne Pflanze. Guckt mal. Das ist der Besenginster. Ja, an sich nichts besonders Seltenes, aber im Frühjahr doch sehr schön. Wunderbare Blüte, knallgelb, hübsche Sache. Insbesondere in Ökosystemen, wo sehr viel Besenginster rumsteht, ist das im Frühjahr natürlich ein herrlicher Anblick, wenn dann sämtlicher Besenginster am Blühen ist. Das ist wirklich ein toller Anblick. So, und was haben wir denn hier Spannendes? Das müssen wir uns auch noch mal kurz angucken. Ich muss jetzt nachher dann auch ein Stückchen laufen, damit ich wenigstens mal in den Wald komme. Aber guckt euch mal hier dieses interessante Wurzel Schauspiel hier an. Die hat also offensichtlich mal mehr Boden zur Verfügung gehabt. Das können wir auch an den dicken Wurzeln sehen, die sich da über den Hang, sag ich mal, hinaus in die Luft hinausgewachsen sind. Das bedeutet einfach, der Hang, der war mal deutlich erdiger und der freistehende Felsen hier, der ist zu Lebzeiten des Baums freigewaschen worden. Was ist das übrigens für ein Baum, ehrlich gesagt? Von hier und ohne eine Kamera mit Zoom tue ich mich da jetzt fast schwer. Ist es eine Kastanie? Ja, ist eine Kastanie. Ja, eine Edelkastanie, also Maroni. Ne? Das ist ganz spannend. Also muss wohl wirklich mal an einem vollständigen, intakten Hang mit nur leichter
Abbruchkante gewachsen sein, weil das da unter den Wurzeln überall die Erde fehlt. Das ist eben ein klares Zeichen für Erosion und das hat hier damals anders ausgesehen. Ist auch nicht optimal für den Baum. Andererseits hat sie es ja geschafft, unsere Kastanie hier eine dicke, fette Stützwurzel nach unten auszubilden und jetzt hier auch unten in diesem, ja, ich nenne es jetzt mal Krater, in dieser Grube auch noch wieder in den Boden zurückzufinden und wahrscheinlich wurzelt sie ziemlich stark in die Tiefe und kann da dann gut noch Wasser aufnehmen. Die Kastanie an sich, die hat ja jetzt gerade erst ausgetrieben, wie wir hier sehen können, aber ja, Blattansätze sind nicht so viele vorhanden, wie man sich wünschen würde. Jetzt werden natürlich Kastanienbretter noch viel größer als diese kleinen Dinger, die hier jetzt dran sind. Und da geht schon noch was. Aber ja, also es ist schon eine Schädigung durch die letzten Dürrejahre definitiv erkennbar. Bin mal gespannt, wie die sich weiter verhalten wird, diese Kastanie. Es gibt so viele Bäume, also mal abgesehen davon, dass es viele Bäume gibt, die schlicht und ergreifend tot sind, gibt es auch viele Bäume, bei denen eben nicht klar war letztes Jahr, treiben die dieses Jahr nochmal aus? Und wenn sie es tun, wie sehr? Nur nochmal so ein Notaustrieb, so ein letztes Aufflackern sozusagen, und dann gehen sie doch ein. Oder reicht die Menge an neuem Laub, das gebildet werden kann, aus, um ja, sich wieder zu erholen? Hier seht ihr auch überall die Hainbuche, also ganz dominant hier als Hecke, als kleines dünnes Waldstück. Oh. Naja, aber interessant ist halt doch die Baumartenzusammensetzung. Jetzt kommen hier noch Ahörner ins Spiel. Ja, Ahörner erkennen wir natürlich sofort und ihr wisst selbstverständlich auch, um welchen Ahorn es sich handelt. Hier roter Stiel. Und runde Einbuchtung. Also hier geht es nicht eckig zu, sondern das ist leicht abgerundet. Und dann haben wir es bei rotem Stiel und abgerundeten Buchten mit dem Bergahorn zu tun. Nur noch mal zum Wiederholen. Und das da ist natürlich Efeu, kenne mal. Und das da unten, was ist das? Das ist Schaboxkraut. Nur für diejenigen, die es interessiert. Schaboxkraut, auch früher Skorbutskraut genannt. Also von Skorbut kann dann der Schabock, beziehungsweise umgekehrt. Skorbut mag das spätere Wort gewesen sein. Und ursprünglich hieß die Krankheit der Schabock. Da bin ich mir nicht ganz sicher, das müsste ich jetzt nachlesen. Aber das Zeug enthält vergleichsweise viel Vitamin C. Und war eine der Sachen, die man dann zur Skorbut-Vorsorge, nachdem man herausgefunden hat, woran Skorbut eigentlich liegt, verwendet hat. Auf Schiff haben sie es nicht mitgenommen, da gab es Sauerkraut. Ja, aber für daheim wurde es dann gerne eine Zeit lang in den Salat gepackt. Das wächst in uns deutschen Wäldern eigentlich quasi überall. Es braucht noch so ein bisschen Licht am Boden, das heißt, es ist eine typische Waldrandpflanze. Hier also an so einem zugegebenermaßen künstlichen Waldrand durchaus zu erwarten. Ja, hier steht noch eine Kiefer rum. Die hat irgendwer gepflanzt. Also hier ist jetzt kein typischer Ort, wo man eine Kiefer erwarten würde. Und dann beginnen die ersten Eichen und jetzt sind wir auch gleich im Wald. Guter Punkt für einen Schnitt. Ja, scheiß Timing. Jetzt muss natürlich der Flieger kommen. Ja, wenn ich jetzt nicht schwach und weich und Couch-Potato wäre, hätte ich ja meine Flak dabei. Oh ne, ist ein Hubschrapp-Schrapp. Sieht man? Weiß ich nicht, aber ist ein Hubschrapp-Schrapp. Hubschrapp-Schrapp kann potenziell noch was Gutes bewirken. Sportflieger von irgendwelchen nervigen Säcken, die zum eigenen Vergnügen rumfliegen und Lärm machen, gehen mir ehrlich gesagt auf den Sack. Gut, ja. Ne? Das ist ähnlich wie zu laute Kfz-Verwender und ähnliches. Also wer Lärm macht und ich bin im Wald, der ist mein Feind.
Aber gut, das hatten wir schon mehrfach. Ja, hier nochmal der Ginster. Also man kriegt hier so eine ungefähre Ahnung, wie schön das ausschaut, wenn man in einer großflächig geginsterten Landschaft unterwegs ist und der dann halt eben am Blühen ist. Das könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht sehen mit der Kamera, aber da fliegen überall auch die Bienchen rum. Eben war da noch eine dicke Hummel unterwegs. Das ist natürlich ideal für nektarsaugende Insekten aller verschiedener Art. Und hier drunter finden wir auch in dieser Wiese natürlich noch jede Menge Biodiversität, alle möglichen schönen Gewächse. Das Gelbe hier, das ist der scharfe Hahnenfuß, wenn ich das richtig erkenne. Ja, sollte der scharfe Hahnenfuß sein. Und das ist nichts Besonderes, das ist einer der typischen Hahnenfußgewächse, aber mit diesen wunderschönen gelben Blüten durchaus sehr interessant. Da haben wir es gerade von, da wir es gerade vom Hahnenfuß haben, so rum. Was kann man mit dem machen? Ist der zu irgendwas gut? Ja, nicht so richtig. Essbar ist er nicht. Als Arzneipflanze kann er interessant sein, da muss man aber vorsichtig sein. Der bildet Anemonin aus, weil er zu den Anemönchen gehört quasi, beziehungsweise die Anemönchen gehören ja auch zu den Ranunculaceae, also zu den Hahnenfußgewächsen, und die haben eben einen bestimmten Giftstoff, den sie ausbilden, der in geringen Mengen natürlich auch als Heilmittel verwendet werden kann. Das ist ja mit vielen pflanzlichen Giftstoffen so, die ursprünglich ökologisch betrachtet schon die Funktion eines Giftes haben. Die Pflanze will ja niemanden heilen. Das ist nicht die Absicht, die da zugrunde liegt, sondern bestimmte Fressfeinde abwehren, die das Zeug dann eben in viel größeren Dosen auf viel kleinere Körpermasse abbekommen, als wir, wenn wir damit rumhantieren würden. Das kann insbesondere im getrockneten Zustand als Tee aufgebrüht, dieses Anemonin, dann wird es, glaube ich, zu Proto-Anemonin oder umgekehrt. Ja, spontane Tour kriege ich jetzt so gar nicht zusammen. Aber dann kann es zum Beispiel entzündungshemmend wirken. Da gibt es aber bessere Stoffe in der Natur, mit denen man da hantieren kann. Das würde ich also jetzt nicht unbedingt empfehlen wollen. Aber ihr seht diese Wiese sehr bunt, sehr reich an verschiedenen Blumen, und tatsächlich könnte man ja meinen, oh, das ist aber eine schöne Wiese, die sollte mal jemand unter Schutz stellen. Ja, und das ist natürlich auch schon passiert. Hier alles abseits der Wege, deswegen darf ich da auch nicht runter, tue ich auch nicht, ist Naturschutzgebiet. Wir haben hier eine ganze Reihe von verschiedenen interessanten Rasenbiotopen, wenn wir mal da runter gucken. Und in diesem gesamten Einschnitt da vor uns, bevor da hinten wieder der Wald, der dichte Wald anfängt, befinden sich eben diese alten Kulturräsen, die durch jahrhundertelange Schafweidehaltung und Ziegenweidehaltung, und selbstverständlich wird hier auch schon mal ein Pferd und eine Kuh drauf gestanden haben, darf man schwer von ausgehen, sind diese Rasen hier an Nährstoffen ja etwas verarmt. Und das ist tatsächlich ökologisch betrachtet durchaus manchmal ganz gut so, weil dadurch gibt es halt Sonderlebensräume. Seht mal, hier kann man es auch schön am Boden an sich erkennen. Das hier ist so ein ganz dichtes Filz. Das ist gar nicht, dass ich hier irgendwie dreckige Pfoten bekomme. Das ist so ein weiches, dichtes Gewebsel, der Boden da. Ich versuche mal noch ein bisschen näher ran. Ja, noch näher geht nicht. Und das ist typisch für solche wertvollen Wiesenökosysteme, dass sie also eine ganz dichte Wurzelhumusschicht quasi direkt unter der Oberfläche des Bodens haben. Ne? Also hier wächst gar nichts drauf, das ist kahler Boden, und darunter beginnt dann schon dieses spezielle Wurzelfilz. Und dadurch, dass die oberen Bodenschichten so wahnsinnig intensiv durchwurzelt sind, sind da halt auch noch kaum noch Nährstoffe drin. Und nur manche Pflanzen sind in der Lage, durch noch tiefer reichende Wurzeln Nährstoffe von weiter unten noch aufzunehmen. Und dadurch gibt es insgesamt allerdings einen gewissen Mangel. Und der kann nur quasi behoben werden, beziehungsweise für immer neue Nährstoffe wird dadurch gesorgt, dass eben diese Wiesen weiter beweidet auch werden und die Schafe drüber rennen und mal wieder alles wegfressen. Dann aber in Form von Schafgürtel natürlich
auch wieder Dünger fallen lassen, der dringend notwendig ist, damit ein solches Wiesenbiotop auch erhalten bleiben kann. Also die Weidetierhaltung ist für solche Ökosysteme dringend erforderlich und ja, eine absolute Notwendigkeit. Und wer war hier? Die Schweinchen, die haben ja auch gedacht, da gibt es was Gutes. Wahrscheinlich hat sie recht. Wir können auch schön die historische Weidehaltung gerade hier jetzt an dieser Stelle erkennen. Seht ihr, wie die Eiche hier unten auf ein und derselben Höhe ungefähr, weiter unten am Hang, auch auf derselben Höhe wie hier oben in etwa mit den Ästen aufhört. Also einerseits ist es typisch, dass die Äste dann irgendwo mit einem gewissen Abstand zum Boden enden. Äste haben dahingehend eine gewisse Sensorik. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, wie das exakt funktioniert, dass wenn sie durch den Wind mal gegen was dagegen gepeitscht werden, dann wachsen sie an der Stelle, wo das häufiger passiert, dass sie gegen ein Hindernis gepeitscht werden vom Wind, wachsen sie an der Stelle nicht weiter. Und in diesem Fall wäre der Boden hier auch ein Hindernis. Und das führt eben dazu, dass auch diese Eiche hier nicht noch weiter nach unten wachsen wird. Aber trotzdem ist es interessant, auch wenn wir uns die Äste im Inneren angucken, wie die alle schön parallel verlaufen und nicht noch tiefer und es fast schon so eine abgeschnittene Etage gibt. Und daran sind natürlich auch die Weidetiere schuld, dass die, als hier noch regelmäßig Weidetiere unterwegs waren, eben auch alles weggefuttert haben, wo sie gut dran gekommen sind mit dem Maul und die Eiche von unten sozusagen immer regelmäßig geschoren haben. Und ja, das ergibt dann eben dieses spezielle Baumbild, dass der Baum so glatt unten wirkt von der Astverteilung her. Das ist auch ganz klar eine Huteeiche, die steht hier außerhalb vom Wald. Man hat die auch damals schon außerhalb des Waldes gepflanzt. Also das ist jetzt nicht so, dass die irgendwie übrig geblieben ist und hier war mal geschlossener Wald drumherum, sondern die sollte, so war es geplant, den Tieren Schatten liefern und gegebenenfalls Nahrung für die Schweine im Herbst, wenn die Eiche Eicheln produziert, dass man dann die Schweine runter treibt und die Schweine da dann entsprechend alles aufmampfen können. Also nehmen wir mal an, dass hier dieses Tor zu einem alten Bauernhof vielleicht mal geführt haben könnte oder zumindest zu einem alten Gemäuer, wo man auch Schweine gehalten hat. Und dann könnte das interessant sein. Gewesen sein. Tatsache ist, da steht jetzt eigentlich ein eher moderneres Gebäude. Das ist auch das allerletzte Gebäude vorm Wald. Ist schon ein bisschen schwierig. Einerseits möchte man in sowas ja sehr gerne wohnen. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das wäre schon ein Traum. So oben auf dem Berg, abseits von allem, total weg vom Schuss. Du kannst im Grunde Party machen, keiner kriegt's mit. Das heißt, außer der Schall trägt es runter ins Tal dann schon. Aber man ist wirklich völlig ab von allem. In die Richtung dann bloß noch der Wald. Der hört auch so schnell nicht mehr auf. In die andere Richtung läuft man eine Weile, bis man wieder unten ist im Dorf. Und das Dorf selber ist auch nur ein Dorf. Da kommt dann nicht die große Stadt oder so. Also einerseits ganz toll, aber andererseits... Die müssen hier zum Bau dieses saumäßig abgelegenen Gebäudes schon sehr gute Beziehungen gehabt haben, zu wem auch immer, dass sie da überhaupt noch ein Wohnhaus haben hinstellen dürfen, weil eigentlich gibt es diverse Gesetze und Verordnungen, die die Zersiedlung der Landschaft verhindern sollen, dass eben nicht jeder da, wo nichts mehr ist an Gebäuden, doch noch eins hinstellen kann, weil einerseits, das möchte man gern haben, andererseits, sobald das erlaubt wird, macht es dann auch jeder und schwuppdiwupp, die Orte, an denen tatsächlich dann kein Gebäude mehr steht, werden immer knapper. Deswegen halte ich das schon für sinnvoll, dass man das normalerweise nicht darf und das hier ist eine ja, krasse Ausnahme, dass sie es trotzdem geschafft haben, so weit außerhalb der eigentlichen Siedlung noch siedeln zu dürfen. So. Hiermit betreten wir jetzt den offiziellen Wald und das erste, was auffällt, hier ist übrigens kein Naturschutzgebiet mehr, das ist ein stinknormaler Wirtschaftswald. Auf der Wiese darfst du nicht rumlaufen, im Wald schon. Hinter mir, Ilex, Aquifolium, ja? Das Zeug mit den stachlichen Blättern, hier können wir es nochmal schön sehen,
kennen wir, habt ihr schon häufiger von mir gehört. Aber vielleicht ist es gerade in dem Zusammenhang ganz interessant, dass eben direkt beim, läuft die Kamera eigentlich noch? Ja, tut sie. Dass direkt beim Betreten des Waldes gleich als allererstes ein Ilex am Waldrand steht. Und das ist eben auch kein Zufall, weil, wie wir da draußen auf der Wiese ja schon gesehen haben, die ist schon sehr lange unter Bewirtschaftung. Und wenn man die Tiere auf dieser Wiese gehalten hat, hat man sich nicht die Mühe gemacht, zum Wald einen Zaun zu ziehen. Und das heißt, sie sind logischerweise auch mal im Wald verschwunden und haben gerade hier am Waldrand auch durchaus weggefuttert, was sie wegfuttern konnten. Ja, und ein Ilex schmeckt nicht. Drum ist hier der Ilex auch primär übrig. Das sind auch sehr alte Ilexe, muss man besagen. Ja, ihr seht, der ist schon gar nicht mal so klein. Da oben sieht man auch die tote, leider ist es eine Tanne, zum Vergleich, zum Größenvergleich. Also für einen Ilex durchaus beeindruckend. Und die wachsen wirklich sehr, sehr langsam. Der könnte durchaus 100 Jahre haben, der Ilex da hinter mir. Der ist halt übrig geblieben, der Ilex-Bestand hier wurde nie weggefressen, weil den Tieren schmeckt Ilex nicht. Mal abgesehen von den stachligen Blättern enthalten die auch jede Menge Schleimstoffe, können daher auch gegebenenfalls als Hustensaftersatz verwendet werden, haben also da diesbezüglich eine Heilwirkung. Muss man aber vorsichtig sein, ist gleichzeitig auch wieder giftig. Das ist ja ganz oft so, hatte ich ja eben schon gesagt, Pflanzen mit Heilwirkung, gleichzeitig auch Giftwirkung. Und mit den höheren Mengen muss man fast immer, nicht ganz immer, aber fast immer muss man da sehr vorsichtig sein. Aber jedenfalls ist der Ilex direkt am Waldrand, eben da, wo er Vorteile hat, dadurch, dass er nicht gefressen wird, alle anderen aber schon, sehr gerne am besagten Waldrand zu finden. Inzwischen hat natürlich auch die Forstwirtschaft hier ihr Übriges getan, dass da auch noch andere Sachen als nur noch Ilex stehen und sich auch noch andere Baumarten verjüngen. Auch typisch für einen Waldrand, jenseits einer auch als Streuobstwiese genutzten Wiese, ist ein höherer Anteil von Kirsche. Findet man dann auch ganz gerne mal, schlicht und ergreifend deswegen, auch wenn sie keiner gepflanzt hat, kann natürlich auch sein, dass die gepflanzt worden ist, selbstverständlich, ne? Aber angenommen, sie hätte keiner gepflanzt, dann wäre sie immer noch zu erwarten, einfach weil, wenn auf der Streuobstwiese Kirschen stehen, und das tun sie ja üblicherweise, und dann kommt ein Vogel und frisst eine Kirsche und fliegt in den Wald und lässt den Kirschkern fallen, was wächst dann? Ja klar, ne? Außerdem, Kirsche ist eine Baumart, die sehr viel Licht braucht, also so richtig viel Licht verglichen mit anderen Waldbaumarten. Und damit ist sie natürlich auch für den Waldrand bestens geeignet. Gerade so einen zerrupften Waldrand, wo dann auch noch mal immer mal wieder der Sturm reinpfeift und dann gerne mal noch einen zusätzlichen Baum rausnimmt. Da fühlt sich die Kirsche eigentlich ganz wohl und wächst da auch sehr, sehr gut. Kirschen ohnehin eine Baumart, die letzten Jahre sehr gewonnen hat, sage ich jetzt mal. Die sind extrem dürreresistent für heimische Baumarten. Vielleicht ja, in der Top 3 der dürreresistentesten heimischen Baumarten kann man sie sicherlich einordnen. Und daher, ja, wenn alle anderen mehr leiden als man selbst, hat man selbst davon natürlich einen Vorteil. Die Kirsche hätte auch mehr Wasser brauchen können, aber ist mit der Not besser zurechtgekommen als die meisten. Ja, hier ein kleines privates Holzdepot. Das ist nichts Öffentliches, privat, ne? Ja, muss ich nichts groß zu sagen. Hat sich einiges angesammelt. Auch hier wurde davon wurde der niedrige Holzpreis erfolgreich genutzt. Wobei das meiste, was hier jetzt liegt, das ist nicht Fichte oder Tanne, sondern überwiegend verschiedenes Laubholz. Ganz überwiegend zumindest. Wobei, da drüben hat er doch ein bisschen Fichte. Ja, hier Fichte. Aber auch nicht nur, alles Mögliche. So, ich mache mal einen kleinen Schnitt zwischendurch.
Das hier ist auch ein typisches Bild zur Zeit im Wald. Einerseits Holz hochgradig nachgefragt, andererseits ist auch eben eine Zeit lang jede Menge davon angefallen. Und auch wenn man inzwischen die Situation wieder einigermaßen unter Kontrolle hat und wieder es schafft, das Holz, was so anfällt und so gefällt wird, auch direkt weiter zu verarbeiten und sinnvoll zu nutzen, teilweise auch zu immer noch recht hohen Preisen, die allerdings sich langsam wieder normalisieren, jedenfalls. Sowas ist trotzdem ein Bild, was wir immer mal wieder im Wald finden, weil hat man es einmal zu lange liegen lassen, dann lag es zu lange und dann brauchst du auch nicht zu spät kommen, um damit noch irgendwas machen zu wollen. Auf gut Deutsch, da ist schon zu sehr der Pilz drin, da ist schon zu sehr der Verrottungsprozess fortgeschritten. Also das Holz, das könnte man jetzt als Privatperson, wenn man wirklich Not am Mann hätte sozusagen, könnte man da jetzt noch ein paar trockene Teile rauszuschneiden und das dann noch als schlechtes Brennholz zu verwenden. Aber für drinnen im Kamin würde ich das auch schon nicht mehr nehmen wollen. Als Lagerfeuerholz, ja, theoretisch, aber da müsste man halt auch, ja, nichts Besseres zu tun haben sozusagen, wenn man sowas noch nutzen will. Und daher bleibt in den allermeisten Fällen halt leider liegen. Jede Menge Beispiele hier um mich rum, dass da ist auch noch mal so ein Polter, den keiner haben wollte, der nie abgeholt und aufbereitet worden ist. Ja, und das Resultat, das verrottet jetzt langsam immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und schlimmstenfalls haben wir dann hier irgendwann einen großen Haufen Dünger sozusagen an der Stelle im Wald liegen, wenn das dann vollständig verrottet ist. Aber das sind alles nichts, keine Qualitäten mehr, die man noch irgendwie verkaufen könnte. Und das ist dahingehend ein bisschen bitter, weil es fast alles eigentlich Holz gewesen wäre, was potenziell eine brauchbare Qualität gehabt hätte. Ja, also brauchbar, auch nicht super gut. So schlau waren die Leute dann doch, dass sie die richtig wertvollen Stämme, die potenziell eine richtig gute Holzqualität haben, als erstes aufbereitet haben und dann bloß noch solches, naja, Paletten, ja, so bestenfalls Paletten, Qualitätenholz noch übrig geblieben ist. Aber trotzdem, es ist schade, es tut dann immer ein bisschen weh, wenn man das sieht. Jo. Hier haben wir einen Sturmwurf, also das war durchaus ein großer Sturmwurf. Das müsste irgendeiner der krasseren Stürme der, sage ich mal, nicht ganz, ganz jungen Vergangenheit gewesen sein. Also Lothar nicht, Lothar ist schon zu lange her. Die meisten Sturmwürfe hier bei mir im Schwarzwald sind fast immer Lothar. Aber wenn wir uns hier umgucken, das sieht noch ein bisschen zu frisch aus. Außerdem, hier vorne ist ja deutlich lichter als da weiter hinten im Wald. Und wenn Lothar, der hätte den ganzen Hang platt gemacht. Der hat wahrscheinlich auch den ganzen Hang platt gemacht. Aber kann sein, dass hier noch ein bisschen mehr stand und man hier dann später regulär durchforstet hat, beziehungsweise das zumindest vorhatte und dann kam doch noch mal der Sturm, weil wie wir sehen können, das hier ist ja offensichtlich umgefallen. Ja, ihr seht da hinter dem Stumpf so einen leicht erhobenen Boden, sprich das ist ein Wurfteller, den man noch gut erkennen kann. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, typisch ist auch gerne mal, dass dann direkt neben dem Stumpf irgendein kleiner Seitentrieb, den der Baum noch hatte, also der schon zum Originalbaum, zum Stumpf gehört hat, das Hauptwachstum übernimmt und auf die Ressourcen von großen Teilen der etablierten Wurzel, die der deutlich dickere Baum ursprünglich mal hatte, zurückgreifen kann und hat damit dann ein erheblich schnelleres Wachstum als ein junger Ahorn, das ist ein Ahorn, Bergahorn übrigens wieder, normalerweise hätte. Das ist also eine ganz, ganz tolle Sache. Kann ein Ahorn zwar offensichtlich schon, macht er aber doch eher selten und ist nichts, womit man rechnen sollte. Und besonders bemerkenswert und sehr selten kommt es dann eben vor, dass aus so einem Regenerationswuchs dann auch tatsächlich ein schöner Stamm entsteht. Und wie wir hier sehen können, der ist eigentlich ganz ordentlich. Diese Kurve da unten, die verwächst sich irgendwann. Ja, wenn der jetzt immer dicker und immer dicker wird, dann spielt das auch keine Rolle mehr. Das geht dann im dicker werdenden Stamm sozusagen unter. Und dann kann da schon noch ein brauchbarer Baum potenziell draus werden. Das wäre jetzt unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Ja,
Also das sind hier alles überwiegend eher junge Waldbilder, was einfach auch der stürmischen Vergangenheit zuzuschreiben ist. Wir haben aber, da muss ich noch ein Stück zurück, auch einzelne alte Eichen hier noch rumstehen, die einfach sämtliche Stürme überstanden haben. Und ein schönes Beispiel wäre diese hier. Da könnt ihr auch sehen, unten sind die Blätter schon weiter ausgebildet als oben. Die treibt also von unten nach oben aus. Und ganz oben an den allerobersten Ästen sieht es eher mau aus. Je weiter oben am Baum, desto mehr hat er unter der Dürre zu leiden, desto höher muss das Wasser geschafft werden. Und das wird halt unter Dürresituationen besonders schwierig. Und daher stirbt die Krone zuerst von oben ab bei Dürrestress. Ja? Und das ist auch der Teil, der dann am schwierigsten wieder zu regenerieren ist im Fall von einem feuchten Frühjahr, wie wir es ja dieses Jahr wieder haben. Oh, hier sehr praktisch, direkt nebeneinander. Einmal der normale Waldmeister. Upp, seht ihr? Ja, das da. Das schön weiß blühende mit diesen typischerweise quirlig angeordneten Blättern. Das kann man hier wunderbar sehen. Also es gibt so einzelne Stockwerke und dann Blätter in alle Richtungen. Ich denke, das ist schön zu erkennen. Und hier nebendran steht auch ein nah verwandtes Pflänzlein, hier ebenfalls mit in Stockwerken quirlig angeordneten Blättern. Das ist alles nicht so einfach mit der Action Cam. Aber dabei handelt es sich quasi auch um einen Waldmeister, also auch ein Gallium. Waldmeister Gallium odoratum. Und das hier, ich kann euch den lateinischen Namen gerade nicht sagen, Gallium, auch auf jeden Fall Gallium, den Rest fällt mir gerade nicht ein, das ist das Kleblabkraut. Also ganz nah verwandt mit dem Waldmeister, der auch ein Labkraut ist. Keiner sagt Labkraut, sondern der heißt halt nur Waldmeister. Und Kleblabkraut deswegen, weil, da muss ich jetzt ein bisschen was von opfern, der die wunderbare Eigenschaft hat, an Textilien zu haften. Ja, meine Hose ist jetzt nicht besonders gut geeignet, aber man kann das Zeug ganz wunderbar diversen Klassenkameradinnen, Freundinnen, Ehefrauen und sonstigen Leuten an die Klamotten kleben. Und es war ein beliebter Gag auf Exkursion im Vorstudium, dass man seine Kommilitoninnen damit entsprechend dekoriert hat, mit der Begründung, man wolle sie tarnen, damit sie im Wald nicht so auffallen. Also eine wirklich ganz, ganz lustige, spaßmachende Pflanze. Enthält übrigens auch die gleichen Inhaltsstoffe wie der normale Waldmeister, nur in anderer Zusammensetzung und wirkt weniger aromatisch, aber würde sich alternativ zum Waldmeister auch theoretisch in einer dann allerdings nicht besonders gut schmeckenden Waldmeisterbowle anwenden lassen. Zum Waldmeister vielleicht noch kurz. Das ist durchaus auch eine Pflanze, die man einmal Waldmeister, durchaus auch als Heilpflanze zu gebrauchen, hat diverse, durch seine verschiedenen Inhaltsstoffe, das Kumarin unter anderem, aber die anderen Extraktstoffe und sonstiger Kram, der da drin sind, dürften da auch noch wirkungsverstärkend eine Rolle spielen, aber primär wirkt der auch entzündungshemmend bei entzündlichen Darmerkrankungen. Und, also nur leicht entzündungshemmend, vielleicht ist nicht die primäre Wirkung. Und beruhigend, generell beruhigend. Für ältere Leute, die Einschlafprobleme haben, wird auch empfohlen, recht hochkonzentrierten Waldmeister-Tee des Abends zu trinken. Also einen großen Bottich davon und dann direkt schlafen zu gehen. Und dann soll jemand Älteres besser schlafen können. Also das ist jetzt diese ganze Phytomedizin, ne? Also die Pflanzenheilkunde in Anführungszeichen. Das ist ja schon ein ernstzunehmender Zweig der Medizin. Da verwendet man die Inhaltsstoffe, die in der Pharmakologie einfach auch aus Pflanzen gewonnen werden, nur halt eben verstärkt und auf ihre chemische Essenz runtergebrochen, einfach in ursprünglicher Form, so wie sie halt in der Pflanze tatsächlich vorkommen. Das kann man jetzt
ja, aus Naturverbundenheit besonders toll finden. Tatsache ist, natürlich, es sind die gleichen Wirkstoffe, wie sie dann auch in einer Tablette oder Ähnlichem drin sind, und die wirken dementsprechend logischerweise auch. Also man darf Pflanzenheilkunde durch einfach Inhaltsstoffe, die in Pflanze direkt vorkommen, nicht verwechseln mit zum Beispiel Homöopathie oder sonstigen Humbug. Das sind schon ernstzunehmende Substanzen, die chemisch gesehen auch entsprechend die Wirkung haben, die sie haben sollten. Ja. Hier der Holunder, Sambucus nigra. Ne? Erkennt man unter anderem an den Fliederblättern. Flieder, ne? Nicht Fieder, Fieder, so rum. Es gibt so manche Worte, mit denen habe ich meine Schwierigkeiten. Und die Fliederblätter, nicht Fliederblätter, gehören dazu. Das heißt, diese Dinger hier, ne, kommt mal da noch ein bisschen näher, ich glaube, so kann man es sehen. Das hier, das gesamte Teil mit diesen fünf Blättchen hier, das ist zusammen ein Blatt. Das hier ist ein Blatt. Ja? Und wenn sich eben das eigentliche Blatt aus unterschiedlichen Blättchen zusammensetzt, dann spricht man von Fiederblättern. Das hat zum einen der Holunder. Das ist ein bisschen kompliziert, weil die sehen sehr ähnlich aus wie Esche, sehen ein bisschen ähnlich aus wie Vogelbeere. Da herrscht also ein gewisses Verwechslungsrisiko. Aber wunderbar zu erkennen ist der Holunder natürlich, wenn er seinen Blütenstand dran hat. Der zeigt auch immer schön nach oben. Hier haben wir diverse Blütenknospen und aus denen kommt dann jeweils eine weiße kleine Holunderblüte demnächst raus. Kann nicht mehr lange dauern. Und das ist dann das, was von den, ich sag mal, im Trend liegenden Waldbesuchern oder den sehr Alten, die das schon seit vielen Jahrzehnten machen, das ist dann deutlich legitimer, wie ich finde, gerne mal gegessen wird. Also man kann dann die komplette Blütenknospe, Traube sozusagen einfach abmampfen und da bilden sich dann entsprechend auch später die Beeren dran. Also die Holunderbeeren ebenfalls an dieser Traube dann anzutreffen und auch die kann man, wenn man dann möchte, essen. Persönlich nicht so mein Fall. Und es ist oft mit so wilden Beeren im weiteren Sinne oft so, dass die schon essbar sind, aber nicht unbedingt genießbar. Beziehungsweise man muss schon einen besonderen Geschmack für Saures und Bitteres haben bei vielen wild wachsenden solchen Pflanzen. Und das ganz lecker finden, damit man damit was anfangen kann. Ne? Ausnahmen gibt es natürlich auch. Kirschen beispielsweise, also auch die Wildkirsche von der Vogelkirsche, die wir weiter unten am Waldrand gesehen haben, die sind ja sehr wohl auch essbar. Und es gibt einen Haufen Leute, die sagen, die wären viel leckerer als die normalen Süßkirschen von der Zuchtkirsche. Allerdings die Zuchtkirsche oder die Zuchtkirschen, da gibt es ja ganz viele verschiedene natürlich, die werfen alle erheblich mehr Ertrag ab als eine Wildkirsche, die ja zu allem Überfluss auch noch im Wald steht und Konkurrenz von anderen Waldbäumen bekommt. Das ist nicht unbedingt vorteilhaft für die Fruktifikation. So, jetzt sind wir doch ein Stückchen hochgestiegen und ich finde, es ist Zeit für einen kleinen Abstecher abseits des Weges. Ich guck mal, was ich hier so finde. Ja, so muss ein Wald natürlich aussehen. Das ist ein Waldbild, da hat man Freude dran. Das ist auch ein sehr, sehr zukunftsfähiges Waldbild. Wenn man sich einen Wald wünschen könnte, so baukastenmäßig zusammenstellen von jetzt auf gleich, ist das schon eine ganz, ganz tolle Sache. Was sehen wir denn da alles? Also ich hoffe, es ist noch im Bild. Wir haben hier einmal eine Buche, hier das dünne mit der glatten Rinde. Dann haben wir zum Beispiel hier schön zu sehen eine Eiche. Sogar sehr gut bestimmbar, weil ihr seht, da hängen an dem kleinen Wasserreißer solche super niedrigen, ganz winzigen Ästchen, die dann nochmal rauskommen. Das nennt man Wasserreißer oder auch Angstreißer. So nach dem Motto, die Eiche bekommt zu viel Licht ab. Sie hat zu viel Licht am Stamm, zu viel im wirtschaftlichen Sinne, dass sie dann eben, weil sie merkt, sie bekommt dann noch Licht
baut sie dann noch ein paar kleine Blätter und ein paar kleine Ästchen aus, weil sie einfach da auch noch Photosynthese machen möchte. Ne? So nach dem Motto, ich nehme mit, was ich kriegen kann. Das ist aber gar nicht gewollt für denjenigen, der hier diese Eiche irgendwann mal umschneiden möchte, weil ihr seht, die hat einen wunderbaren geraden Stamm. Das ist ein absolutes Topmodell. Sehr, sehr qualitativ hochwertige Eiche. Nur, wenn die halt jetzt überall diese dünnen kleinen Ästchen ausbildet, dann sieht man die hinterher in der Rinde, auch wenn die jetzt bald abfallen, das ist durchaus wahrscheinlich, dass die nicht sehr lange halten und abfallen werden, wachsen die dann trotzdem ins Holz rein, ja, und hinterlassen im Holz dann unschöne kleine Astlöchlein. Und das will man nicht haben aus wirtschaftlichen Gründen, ne, weil man das einfach nicht schön findet. Beziehungsweise die Mehrheit von uns findet das nicht schön, einige von uns schon. Inzwischen wird beides verkauft. Feinastiges Eichenfurnier hat einen Markt, ja, und findet Abnehmer. Aber man muss auch schon wissen, wem man das verkauft. Also für jeden, der eine Eiche hat, da jetzt unbedingt eine feinastige Furniereiche draus zu machen, wäre jetzt keine gute Idee, also aus wirtschaftlicher Sicht. Der Markt ist zwar vorhanden, aber der ist auch schon bedient von den Leuten, die sich drauf spezialisiert haben. Ja, zurück zu unserem Waldbild hier. Na, also die Buche, die haben wir schon gesehen. Die hat mal einen Schaden abbekommen, könnt ihr vielleicht sehen. Unterhalb vom ersten sehr, sehr kleinen Ast, da hat sie einen massiveren Schaden abgekriegt. Das ist wahrscheinlich ein Rückgeschaden, dass man hier beim Fällen von wem anders die Buche hier leicht touchiert hat. Ja, das könnte aber durchaus noch verheilen, wenn die jetzt dicker wird. Und ansonsten sehen wir ja, der Wald hier ist super dicht, unten wahnsinnig geschlossen. Es stehen da drin einzelne Eichen, einzelne Tannen. Trotzdem unten kommt vor allen Dingen der Nadelwald hoch. Das liegt in der Natur der Sache. Die brauchen halt einfach sehr wenig Licht. Trotzdem kann man dann nachträglich auch noch einzelne Laubbäume fördern. Hier alles vorhanden. Eichen, Buchen, da hinten steht ein Ahorn. Wirklich wunderbares Waldbild mit der Tanne unten drunter. Und in ein paar Jahrzehnten kann man hier einfach auswählen und sich einen tipptopp Mischwald zusammenstellen sozusagen. Oder man macht einfach nichts, dann wird nach und nach die Tanne hier unter der Eiche, vor allen Dingen unter der Eiche hochwachsen. Die paar Buchen, die noch zusätzlich da sind, werden die Tanne nicht aufhalten können, weil die Eiche wirft zu wenig Schatten. Zu wenig Schatten, um die Tanne sozusagen auszudunkeln. Und damit wächst die nach und nach von unten in die Eiche rein. Und in 200 Jährchen oder was, wenn dann die Eiche, also frühestens in 200 Jährchen, eines natürlichen Todes stirbt, angenommen wir machen nichts, würde die Tanne nach und nach übernehmen. Es sei denn, irgendeine größere Katastrophe, die nur Tannen betrifft, sorgt dafür, dass die Tanne vor 200 Jahren bereits ausfällt. Und wenn die Tanne übernimmt, wäre es durchaus vorstellbar, dass sie dann in der dritten Waldgeneration, also erste Waldgeneration Eiche, zweite Waldgeneration Tanne, dritte Waldgeneration dann doch auch wieder Buche, von der Buche ersetzt wird, weil langfristig die Buche zwar auch nicht schattertragender ist als die Tanne, aber schneller bzw. aggressiver wächst. Und Buche verdrängt, solange wir noch tief genug am Berg sind, die Tanne hier noch. Betonung auf noch. Ich steige ja jetzt noch weiter hoch. Und ungefähr in Gipfelregionen befinden wir uns dann langsam in der Zone, wo Tanne und Buche etwa gleich dominant sind und wo wir dann auch damit rechnen können, dass sich das nicht mehr viel nimmt und beide gemeinsam vorkommen. Also das ist hier jetzt auch noch der Fall, aber dahin muss der Förster noch ein bisschen mithelfen, damit es zu so einem schönen, wundervollen Mischwaldbild kommt. Guckt noch mal ein bisschen in die Kronen, da kann man es auch schön sehen. Das ist definitiv ein Wald, der ist so sehr zukunftsfähig. Kann man damit denn auch viel Geld verdienen? Naja, solange man solche Eichen hier drin hat, ja. Aber natürlich auch erst in 120 Jahren oder wann man die verkaufen kann. Na, sagen wir mal in 100 Jahren frühestens könntest du die hier verhökern. Daher finde ich persönlich so wichtig, dass wir uns mal mehr Gedanken machen als Gesellschaft, inwiefern ein Wald sich denn nur durch Holzverkäufe, sage ich mal, finanzieren soll. Ja, bisher tut er das ja nur durch Holzverkäufe und im geringen Maße noch durch Wildbret.
oder ob wir da nicht vielleicht irgendwie umdenken müssen und sagen, ein Wald liefert ja auch gute Luft und guten Boden und gutes Wasser und Erholungsnutzen und Schönheit und Biodiversität, deren Rolle im Ökosystem wir immer noch nicht hundertprozentig erfasst haben und gar nicht wissen, wie wichtig das eventuell noch werden könnte. Und ob einem das nicht vielleicht auch ein bisschen Geld wert ist. Ja, ob man nicht irgendwie eine gesamtgesellschaftliche Förderung, also fragt mich nicht, wie das genau gehen soll, das ist eine Frage, das weiß keiner. Die Wissenschaft kloppt sich da auch schon seit Jahrzehnten drum, aber eine richtig gute Antwort hat noch niemand gefunden. Ich kenne sie ja auch nicht. Ja, aber irgendwie zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe den Erhalt der Wälder irgendwie insofern dazu zählen, dass man für solche nicht reich machenden, dafür aber umso schöneren und nachhaltigeren und stabileren Waldbilder eben auch irgendwie einen finanziellen Anreiz schafft. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht wie und irgendjemand anders, den ich kenne, auch nicht. Vielleicht wisst ihr es, schreibt es in die Kommentare. Ein positiver Nebeneffekt von bewirtschafteten Wäldern ist der, dass die natürlich Waldwege enthalten. So, und die haben jetzt einen positiven Effekt, weil sie einen Rand vom Waldweg enthalten. Und am Rand vom Waldweg, das ist so ziemlich der einzige Ort, wo wir abseits von natürlichen Lichtungen, die ja selten sind, auch aufgrund von Mangel von wirklich, wirklich großen pflanzenfressenden Tieren, die man theoretisch mal gucken kann, welchen Einfluss die auf den Wald haben werden im Laufe der Zeit. Das wird jetzt gerade mit Wiesenten entsprechend untersucht, die ja in bestimmten Gebieten von Deutschland wieder unterwegs sein dürfen, eingeschränkten und plus minus umzäunten Gebieten. Aber ja, das wird interessant, die Ergebnisse dieser Untersuchungen. Aber Tatsache ist jedenfalls, wirklich viel Licht auf dem Boden, dass es für Blumen ausreicht, gibt es nur direkt am Wegesrand. Daher ist der Wegesrand ein den pflanzlichen Artenreichtum eines Waldes doch stark bereichernder Waldbestandteil, insbesondere wenn er dann zusätzlich auch noch einen Wassergraben hat und wir hier auch einige Arten dann finden, die angewiesen sind auf nasse Füße sozusagen. Ja. Ich will euch jetzt gar nicht so sehr damit nerven, was hier alles steht. Stinkender Storchschnabel, hier Goldnessel und ja, passt aber auch. Jedenfalls, das ist wirklich eine Besonderheit des Wegesrandes inklusive Wegesrand mit Abwassergraben. Jawohl. Der Bestand hier, in dem ich jetzt stehe, das ist so ein bisschen eine alternative Variante, sage ich jetzt mal. Der Standardwald, den man aus moderner Sicht auf jeden Fall hier an diesem Berg, nicht auf dem Berg, da kommen wir noch hin, hoffe ich. aber jedenfalls an diesen Berg hier hinpflanzen könnte, wäre auf jeden Fall irgendwas mit Buche und Mischbaumarten rein, die dann halt das Geld bringen. Buche ist ja bekanntermaßen finanziell, kann man was mit verdienen, wirklich reich wirst du dann nicht mit. Und wenn du halt noch Personalkosten hast, die im Forstbetrieb anfallen und Wegeinstandhaltung und auch ein kleiner Gewinn dabei rauskommen soll und sonstige Sachen, ja, dann wird man mit einem reinen Buchenbetrieb meistens nicht allzu schwarze Zahlen schreiben. Und da kann es dann schnell mal passieren, weil man ja auch immer kalkulieren muss, dass im Wald jederzeit eine Katastrophe passieren kann, wie Borkenkäfer, wie Sturm und sowas in diese Richtung. Das musst du ja auch mit einkalkulieren in die langfristige Kalkulation. Und die ist wichtig, weil wir reden hier auch von lang wachsenden Pflanzen. Also ist das immer so eine Sache. Ja, und daher muss man in dem buchendominierten Bestand, bisher zumindest hieß es, muss man, wenn man halt jetzt nicht unbedingt Peter Wohlleben ist und nebenher noch einen Haufen Geld mit Peter Wohlleben-Führungen verdienen kann oder noch einen Friedwald in Peter Wohllebens Wald noch betreibt. Also ein Friedwald ist quasi ein Friedhof im Walde, wo man sich dann an der Baumwurzel als Urne verbuddeln lassen kann, was viel Geld kostet zu Lebzeiten natürlich. Also durchaus auch ein Geschäftsmodell. Ja, da ist wirklich Geld im Spiel. Da geht es nicht nur um eine vernünftige letzte Ruhestätte, weil die Idee, im Wald sich verscharren zu lassen, das kann ich schon nachvollziehen, dass das viele Leute attraktiv finden.
Ja, aber das sind so Zusatzeinnahmequellen, die dann eine buchendominierte Waldbewirtschaftung trotzdem rentabel machen, wenn man die dann hat. Hat man die nicht, dann stellt der durchschnittliche Förster noch irgendwelche zusätzlich geldeinbringenden Bäume eben zwischen die Buchen. Und in diesem Fall, das hat man sehr lange gemacht, das ist heutzutage was, was ich so nicht mehr gelernt habe, sage ich jetzt mal, dass man das eine vernünftige Bestandesform ist, aber man sieht sie trotzdem immer mal wieder. Deutschlandweit ist halt Kiefer zwischen Reihen stellen. Oder umgekehrt, man hatte mal ursprünglich einen reinen Kiefernbestand und hat dann Buchen zwischen reingestellt. Und jetzt sieht es halt aus wie Buchenwald, in dem man Kiefer reingestellt hat, weil die Buche mehr den Lebensraum prägt, als das die Kiefer eigentlich tut. Aber wenn wir uns hier ein bisschen umgucken, dann seht ihr immer mal wieder mit dem geschulten Auge, das ihr inzwischen ja sicherlich habt, da stehen schon die eine oder andere Kiefer dazwischen. Das Schöne ist jetzt, Kiefer wird ja höher als Buche. Und Kiefer hat eine poplich winzige Krone. Na, gucken wir da noch mal kurz hoch. Da sehen wir poplich winzige Krone, die unsere Kiefer da hat, standardmäßig. Ja, also selbst wenn es einer Kiefer sehr gut geht, hat die immer noch eine vergleichsweise wirklich kleine Krone, verglichen mit einer Buche, die so ziemlich die größte Krone im ganzen Wald von allen heimischen Baumarten, die fetteste Kronenentwicklung aufweist, ist das natürlich lächerlich. Aber Kiefer ist auch höher. Und wenn man so einen Bestand sich anguckt, dann hat man da im Grunde oben rausragend die Kiefern im vollen Licht, weil sie einfach oberhalb von der Buche stehen, mit kaum irgendeiner Einschränkung für die Buche trotzdem mit maximaler Buchengeschwindigkeit zu wachsen. Das ist etwa 30% langsamer als Kiefer, nur so ungefähr, so 30-40%, je nachdem, welchen Standort wir uns angucken und je nachdem, wie gut die Kiefer gerade wächst und so weiter. Aber kann man ungefähr so festhalten. So, und dadurch, dass so eine Kiefer auch nicht so alt wird, die kannst du mit 80, die kannst du spätestens mit 120 so umsägen und auch ihr natürliches Alter, das ist auch eine Besonderheit. Viele Waldbäume sägen wir ja um lange, bevor die ihr natürliches Maximalalter erreichen. Buche 350, abgesägt wird sie mit 120. Fichte wird abgesägt derzeit so mit 80, 70, teilweise 60 oder noch früher, wenn der Käfer da war. Sofern es irgendwo noch Fichte gibt, heißt das. Aber die würde normalerweise auch gute 300, 400 Jahre alt werden, wenn man sie lässt. Kiefer hingegen ist normalerweise ein Pionierbaum, das heißt, kommt früh, wächst schnell hoch, ist dann bald wieder weg. Viel älter als 150, 200 wird die nicht. Das ist also vielleicht für die Baumkuschler unter uns ein Argument. Bei der Kiefer, die hat fast ihr gesamtes Leben im Wald gestanden, also ihre natürliche Lebensspanne, und wird nicht aus der Blüte ihrer Jahre rausgerissen, sondern aus Rentenalter, so ungefähr. Also frühes Rentenalter, so irgendwie in dem Zusammenhang. Ja, Kiefer war ja mal hervorragendes Bauholz, galt mal als hervorragendes Bauholz, ist sie heute immer noch. Man kann mit der Kiefer nach wie vor sehr, sehr viel machen. Aber der Markt für zusätzliche Kiefer zum Geld verdienen in der Buche, das ist so langsam ein bisschen vorbei. Also der Trend geht definitiv hin zu alternativen Anwendungen von Buchenholz. Und dass die Kiefer zumindest in den Gebieten, wo auch anderes Zeug gut wächst, nach und nach immer mehr an Bedeutung verliert. Das heißt, würde man diesen Bestand hier jetzt nochmal neu anlegen, würde man hier sicherlich keine Kiefer mehr reinpflanzen. Und die ist gepflanzt, ne? Anders kommt die hier nicht her. Und würde eher wahrscheinlich auch zusätzliche Eichen in die Buche reinstellen. Oder, hier unten steht sie schon in den Startlöchern, auf die Tanne, die hier ganz von alleine jetzt natürlich das Feld übernimmt, weil genügend Licht vorhanden ist. Hier überall stehen kleine Tännchen rum, da hinten auch. Einfach die Tanne machen lassen, muss man gar nichts pflanzen, muss man nur nach und nach die Kiefern, wenn sie dick genug sind, die stören ja niemanden, die kann man hier jetzt ganz problemlos dick werden lassen, kann dann irgendwann die Kiefern raussägen, dann werden die Buchen irgendwann noch ein bisschen dicker, nach und nach kommen die Tännchen dann unten durch und wir kriegen einen wunderbaren Buchen-Tannen-Mischwald, ganz hervorragend, sieht schön aus, ist so nah an der Natur, wie es nur gehen kann und da drüben seht ihr schon, wie das dann später aussehen kann, das ist nämlich genau das. Wir befinden uns hier quasi einfach in einem früheren Stadium von dem Wald da gegenüber.
Ja, so wird das dann hier auch in einigen Jahrzehnten aussehen und ganz wunderbar, ganz, ganz toll. Dass ich jetzt hier so rumschleime, dass diese Wälder so unglaublich gut bewirtschaftet sind. Also erstens mal sind sie's und zweitens bin ich natürlich ein kleines bisschen vorbelastet, weil ist hinter der Haustür, ne? Und ich habe hier ja auch mal wirklich sehr viel gelernt, habe hier mal ein Praktikum gemacht in diesen Wäldern und das war schon toll, das war wirklich eine tolle Zeit. Hier hinter mir, ja deswegen habe ich das schon in der Hand, japanischer Staudenknöterich. Japanischer Staudenknöterich ist so ziemlich das größte Mistzeug, was man sich derzeit im Wald so einfangen kann. Das ist quasi pflanzliches Corona sozusagen, ökosystemtechnisch gesehen. Ist so ziemlich eine der invasivsten Pflanzen, die derzeit in Deutschland die Runde machen. Ganz furchtbares Scheißzeug und gerade im Wald will man das nun nicht sehen. So, was kann man dagegen tun? Mist. Wir brauchen jetzt noch zweite Hand. Das kann man dagegen tun. Und das macht auch noch Spaß. Nee, im Ernst. Der Förster wird sich nicht beklagen, wenn man staudenknöterig ein kleines bisschen zurückdrängt. Wirklich weg kriegt man den nicht. Also jedenfalls nicht ohne ganz gravierende Methoden wie Napalm oder Glyphosat oder solche Späße. Und das ist auch nicht wirklich praktikabel. Deshalb das gute alte Messer ist da durchaus eine mögliche Alternative. So, ich hatte Spaß und da ist jetzt weniger japanischer Staudenknöterich. Wenn man jedes Mal, wenn man wo vorbeikommt, also so einen Standardweg hat, den man häufiger läuft, ja, und da gibt es noch eine überschaubare Zahl von japanischem Staudenknöterich, dann kann man schon, also wer möchte, ne? Ich sage nicht, man muss, aber man kann schon versuchen, dem Scheißzeug ein bisschen Einhalt zu gebieten, indem man eben, wenn man da mehrfach vorbeiläuft, jedes Mal, wenn man es tut, die Menge von Staudenknöterich ein bisschen reduziert oder auch ein bisschen mehr als nur ein bisschen und das mehrfach macht, weil das Zeug treibt wieder aus. Das kriegst du mit einmal abhacken nicht tot. Kannst du vergessen. Das kann passieren, dass man das 3, 4, 5 Mal Tabula Rasa macht im gleichen Jahr und erst nach dem 5. Mal kommt es nicht nochmal und dann besteht eine gewisse Chance, dass es im Jahr drauf tatsächlich auch wegbleibt. Mit Glück. Wenn nicht, dann muss man im nächsten Jahr nochmal das gleiche Spielchen spielen. Und wenn man sich da wirklich Mühe gibt, gegen den Staudenknöterich vorzugehen, sage ich jetzt mal mit persönlichem Einsatz, das ist halt auch nicht wirtschaftlich. Du kannst nicht 5-mal im Jahr hier jemanden vorbeischicken, der das Zeug umhaut. Ja, aber wenn du es selber machst und hast noch Spaß dabei, und dann tust du ein gutes Werk. Meiner Meinung nach, ne? Weil das ist wirklich eine der schlimmsten invasiven Pflanzen, die wir so haben. Die verdrängt so ziemlich alles andere. Gerade im Wald hat sie insbesondere nichts zu suchen. Im Wald geht der Ausbreitungsprozess langsamer. Besonders schlimm ist das an Flüssen und Bachläufen. Habt ihr garantiert schon welche gesehen, die voll mit dem Zeug sind, von vorne bis hinten. Das verdrängt jede andere heimische Pflanze. Irgendwann haben wir an Bächen, insbesondere da, nur noch japanische Staudenknöterichfelder. Andere Pflanzen gibt es da gar nicht mehr. Und das ist ein massiver Verlust an heimischer Biodiversität. Ein gewisses Artensterben ist immer normal. Ein gewisses. Ja? Aber wenn das Artensterben von einer einzigen Pflanze ausgeht und die ist auch nur deswegen da, weil wir sie mal irgendwann dummerweise wohin gepflanzt haben und gedacht, oh, die ist ja schön, und dass die sich dann so unkontrollierbar ausbreitet. Gut, das hat man nicht ahnen können. Andererseits, es ist nicht die erste invasive Pflanze, die man gepflanzt hat. Und so gesehen, mit einem kleinen Versuch, wie gefährlich das Zeug eigentlich ist in irgendeinem geschlossenen Park, in irgendeinem geschlossenen Gelände, hätte man das vorher gemacht, bevor man sie überall hingepflanzt hat, dann wäre sie jetzt auch nicht überall. Also hier hat sie garantiert niemand gepflanzt. Warum die hier jetzt wächst, ist in vielen Fällen ganz schwer zu sagen, wie sich das Zeug eigentlich mit welcher Aggressivität ausbreitet. Aber
Also man kann wirklich ungestraft, da braucht man keinerlei Strafe befürchten, ein bisschen mithelfen, die Ausbreitung von dem Scheiß einzudämmen. Ja. Streng genommen ist es zwar schon auch verboten, wahrscheinlich, aber das ist ein Risiko, das ich gerne eingehe. Und ich will ja nicht zu Straftaten aufrufen, aber man tut der Natur definitiv einen Gefallen und ihr werdet deutschlandweit keinen Förster finden, der ein großer Fan vom Staudenknöterich ist. Also da macht ihr euch wirklich keine Feinde, wenn ihr gegen den ein bisschen vorgeht. Ich gehe mal weiter. So, ich muss atmen, sorry. Wollte aber doch kurz darauf hinweisen. Schaut mal, alles voller Walderdbeeren. Also das sind die guten Walderdbeeren, muss man dazu sagen. Mit den schönen weißen Blüten und diesen Blättern, die so ein bisschen so aussehen, als seien sie in der Mitte zusammengewachsen, sind sie aber nicht. Ne? Die sind schon bis unten gespreizt, aber sie stehen oft so, dass es so aussieht, so wie ich es jetzt halte, ne? Seht das? Als seien die zusammengewachsen. Also ganz, ganz eng miteinander. Das ist für mich persönlich ein gutes Bestimmungsmerkmal, woran man die Erdbeere, also die Walderdbeere, gut erkennen kann. Nicht verwechseln mit der anderen wild wachsenden Erdbeere. Ich glaube, die ist aus Italien, glaube ich, eingeschleppt. Das ist auch ein Neophyt. Das hier ist die heimische Walderdbeere, die leckere, ja, die mit dem Aroma. Wenn ihr mal eine Erdbeere im Wald gefunden habt und gegessen habt und festgestellt, die schmeckt ja gar nicht lecker, dann war es die falsche. Solltet ihr jemals eine richtige Walderdbeere essen, dann merkt ihr es geschmacklich. Ja? Das merkt ihr sofort. Die sind wirklich ausgezeichnet. Die mag sogar ich. Und ich bin ja eigentlich kein besonderer Pflanzenfutterer. So, und dann haben wir hier jetzt noch die andere Art mit Fiederblättern. Ja, schön zu sehen. Ne? Deutlich mehr Fiedern an den einzelnen Blättern. Also dieses Ding hier, das ist ein Blatt. Und besteht aus sehr vielen Einzelblättchen. Das ist die Vogelbeere oder Eberesche, Sorbus aucuparia, hier auch mit Blütenstand. Und da können wir dann wunderbar sehen, hier die Kelche von diesen kleinen Mini-Blütchen. Ich weiß, das seht ihr jetzt mit der Kamera nicht besonders gut, aber die sind unten verdickt. Das ist der sogenannte Fruchtknoten. Und der heißt nicht umsonst Fruchtknoten, weil was entsteht da draus? Die Frucht. Und wer Eberesche bzw. Vogelbeere schon mal im fruchttragenden Zustand gesehen hat, der weiß, da hängen dann so dicke Dolden von eben diesen orangelich bis rötlichen Vogelbeeren dran, von denen unsere Mütter uns immer gewarnt haben, dass wir die nicht essen sollen. Tatsache ist, man kann die schon essen, auch roh. Man muss schon eine sehr große Menge davon mampfen, dass man da wirklich irgendwie Bauchweh oder Ähnliches bekommt. Nur schmecken sie halt auch wieder nicht wirklich gut und sind nur für sehr, sehr davon überzeugte, dass das jetzt Bio-Essen ist, Leute, wirklich genießbar. Gekocht geht's dann einigermaßen und wenn man Marmelade draus macht, ich sag mal so, für manche Leute scheint die eine Delikatesse zu sein. Ich habe da so meine Schwierigkeiten. Wie mit so vielem Gemüsigem und Beerigem und sonstigem Zeug. Ich bin da einfach ein furchtbar schlechter Mensch. Das ist mir bewusst. Aber ehrlich gesagt gedenke ich an dieser speziellen negativen Eigenschaft meinerseits in nächster Zeit nichts zu ändern. Ja, der Berg wird langsam höher. Ich schreite hinauf und so ganz allmählich müssten wir uns dem höheren Vorgipfelbereich vielleicht mal nähern, mal gucken. Ich klappe dann übrigens nicht noch mal mit Kamera runter, ne? Also das mache ich dann ohne. Oh, hier haben wir noch ein paar interessante Pflänzlein. Und zwar seht ihr diesen Blütenstand hier. Ja, ich weiß, mit der Kamera ist das wirklich nicht optimal, aber das sind die Wegeriche. In diesem Fall Spitzwegerich, auch zu erkennen an diesen langen, spitz
zulaufenden Blättern. Googelt den doch einfach mal, da gibt es auf Wikipedia sehr gute Beschreibungen, wie man die unterschiedlichen Wegeriche erkennt. Nur mal so als Beispiel. Die kann man so essen, wieder wer es mag. Die kann man aber auch, und das funktioniert wirklich ganz hervorragend, das ist vielleicht die potenteste Pflanze gegen Mückenstiche, Sonnenbrand, sonstige Hautentzündungen, also vor allen Dingen Entzündliches auf der Haut. Draufspucken, zerreiben, das Spucken lasse ich jetzt mal, weil ich habe nicht so viel zu trinken dabei, ich muss Wasser sparen, und diesen Brei dann auf Mückenstrich, Stich oder ähnliches einfach drauf schmieren. Das sollte eine spürbare, auch bei Brennnesseln, wenn man in die Brennnesseln gelangt hat oder ähnlichem, sollte das eine spürbare, kurzfristige Linderung bewirken. Und wenn man sich noch ein paar mehr Blätter mitnimmt und da regelmäßig was drauf schmiert, dann ist das ganz wunderbar. Das funktioniert hervorragend bei Ex-Freundinnen oder Kindern. Meine Frau hat es irgendwie noch nicht gebraucht, von daher. Wo findet man Wegeriche? Da, auf dem Weg. Ne? Also ganz typisch, das ist eine Ruderalpflanze. Das heißt, die wächst sehr gerne auf durch uns beeinflussten, verdichteten Boden. Ganz, ganz typisch. Also die ist konkurrenzstark auf solchen Kiesbetten, auf denen sich dann langsam, also gerade alte Waldwege, die nicht gut gepflegt sind, auf denen sich langsam in der Mitte ein Grünstreifen bildet. Ich würde behaupten, in so ziemlich jedem Grünstreifen in der Mitte von einem Waldweg, deutschlandweit, ganz egal wo ihr seid, findet ihr mindestens eine Wegerichart. Das Zeug ist also sehr omnipräsent. Zusammen mit Löwenzahn. Ja, lassen wir das. Ah, schon wieder Flieger. Hier ein paar Kirschen. Auch typisch am Wegesrand findet man natürlich auch wieder viel Kirsche, wie ich auch am Waldrand erzählt habe. Die Kirsche braucht viel Licht. Ja? Die Kirsche wird gerne da, wo auch schon viel Licht ist, wo es schön hell ist, von Vögeln auch fallen gelassen, also im Samenzustand, und wächst dann da dann gut, wenn Licht vorhanden ist. Und wir gucken uns um. Hinter mir Licht. Vor mir, neben mir Kirsche, das ist kein Zufall. Ist in den meisten Fällen so, also manchmal weiß man es nicht, ne? Aber in vielen Fällen kann man schon ungefähr sagen, warum der Baum da steht, wo er steht. Insbesondere, wenn es sich dann um ein bisschen älteres Exemplar handelt. Ja, ein Keimling, der kann überall stehen. Keimen tun die wirklich so ziemlich immer. Und unter fast allen Bedingungen zumindest mal eben. Werden dann 30, 40 Zentimeter groß und dann sind sie wieder tot. Das ist die Regel. Dass man mal so groß wird, ist schon eine sehr geringe Chance. Bei einer Kirsche, vielleicht 0,5% oder was der Samen, was nicht mal, 0,1% würde ich sagen. So ungefähr dürften diese Größe erreichen, ne, überhaupt keimen und dann so groß werden und so weiter. Und dass daraus jetzt noch ein schöner alter Baum wird, eigentlich fast ausgeschlossen. Und dann sind wir, wie bei vielen Baumarten, bei einer Chance, dass aus einem Samen tatsächlich ein großer Baum, der dann auch beeindruckend ist und was hermacht, wächst. Das liegt so im Bereich von 1 zu 10.000, irgendwie so um den Dreh. Ne? 1 zu 100.000, je nach Baumart. Und je nachdem, welche Samen die runterschmeißt. Eine Kastanie zum Beispiel mit diesen riesengroßen Kastanien. Die hat nicht viele davon. Dafür stehen dann die Chancen, dass so ein Ding keimt und daraus was Großes wird, vergleichsweise gut. Ja, aber die hat halt nur wenig Samen. Eine Weide hingegen, die hat winzige Samen, davon Billiarden, vielleicht nicht ganz, aber Milliarden sicherlich. Dafür sind die Chancen, dass daraus mal eine große Weide wird, dann nochmal viel geringer. Also vielleicht 1 zu 1 Million oder irgendwie sowas. Ja, aber wenn du dann ganz, ganz, ganz viele Milliarden von Samen hast, ja, geht auch, funktioniert. Und das jedes Jahr. Kommt ja noch erschwerend dazu. Ja, aber was ich eigentlich erzählen wollte, hier liegt Plastik. Warum liegt da Plastik? Welches Schwein schmeißt jetzt sein Plastik in den Wald? Der Förster. Das sind Verbissschutzhüllen. Die waren hier hinten mal im Einsatz, um vermutlich Douglasien
Ja. Um Douglasien vorm Reh zu schützen, das war mal eine große Aktion, die man hier im Wald nach dem Sturm Lothar gemacht hat. Man hat halt gerne mal auch ein paar Douglasien irgendwo reingepflanzt und da die gut schmecken, aber nicht nur dem Reh, auch uns, macht euch mal Douglasien-Nadeltee, ist was Feines. Hat man die halt mit diesen Plastikteilen erstmal eingebaut, sozusagen, damit da halt niemand dran rumfressen kann. Dann sind die entsprechenden Bäumchen gewachsen und irgendwann oben rausgewachsen und irgendwann immer dicker geworden. Ja? Und dann seht ihr hier, da ist das aufgerissen, werden die natürlich noch immer dicker und irgendwann sprengen sie dann diese Plastikhülse einfach ab. Manchmal geht der Baum auch in der Hülse ein und dann hast du halt eine intakte Hülse, die du irgendwann im Wald wieder aussammeln musst. Und das ist ein Problem. Tatsächlich hat noch niemand ein wirklich valides Problem für diese Verbissschutze gefunden. Die funktionieren ja schon gut und die helfen auch sehr, aber die musst du dann auch irgendwann wieder aus dem Wald rauskriegen. Und Stufe 1 ist, dass man sie im Bestand einsammelt und eben an den Wegesrand legt, so wie hier passiert. Das kann man mal machen, wenn man da ohnehin drin rumläuft, jetzt als Förster zum Beispiel, ein bisschen guckt, wie geht's den Bäumchen, vielleicht mal ein bisschen was markiert, eventuell schon mal ein kleines bisschen Z-Bäume auswählt und auf dem Rückweg, wenn man fertig ist im Bestand, läuft man dann hier wieder raus und sammelt unterwegs noch ein paar Plastikteile ein. Aber das Dumme ist, ein Förster ist relativ gut bezahlt, also vergleichsweise, ne? Und es gehört nicht zu dem seiner Arbeit, jetzt hier Plastik im Wald aufzusammeln und dann am Wegesrand zu deponieren, um es dann irgendwann mal, wenn er mit dem Auto vorbeifährt und nach Möglichkeit noch einen Anhänger hinten dran hat, wieder einzusammeln. Und auch ein Forstwirt, der ist auch noch zu gut bezahlt, um einen Großteil seiner Arbeitszeit dafür zu verschwenden, in Anführungszeichen, solche Plastikhülsen wieder einzusammeln. So, und jetzt werde ich ja gerne immer mal gefragt, was kann man denn so tun, wenn man dem Wald ein bisschen helfen möchte. Bitte sehr. Ja? Wenn ihr irgendwo ein Waldgebiet habt, da stehen noch solche Plastikverbissschütze rum und die erfüllen offensichtlich keinen Zweck mehr, weil die Bäume drumherum schon viel größer sind. Und die sind einfach noch da, weil sie dann noch bis in 100 Jahren, in 1000 Jahren auch noch da sein werden, wenn sie keiner einsammelt. Dann... Das wäre wirklich meine Aufgabe, ähnlich wie den Staudenknöterich killen, solchen Zeug einsammeln, wenigstens am Wegesrand deponieren. Der entsprechende Förster wird es euch danken, der Wald wird es euch danken, dann steht da kein Plastik mehr drin rum. Und ist das notwendig mit diesen Plastikdingern? Hat man das damals so machen müssen? Ich sag mal so, es hat bestimmt geholfen. Wäre es auch ohne gegangen? Heute wissen wir ja, wussten wir damals aber nicht. Ihr müsst euch klar machen, Lothar, 1999, zweiter Weihnachtsfeiertag. Das war ein Sturm, den hat es hier zu den Zeiten, an die sich irgendwer erinnern konnte damals, in dieser Region, hier bei uns im Nordschwarzwald, so noch nie gegeben. Das waren gigantische Flächen an Wald, die wir da verloren haben. Regional war das ein größerer Waldschaden als jetzt durch die Borkenkäferkatastrophe deutschlandweit. Regional, wohlgemerkt. Der Gesamtschaden, den jetzt die Borkenkäferkatastrophe verursacht hat von 2018-2019, ist natürlich noch mal viel, viel, viel größer. Und das ist die größte Waldkatastrophe, die wir in historischer Zeit durch biologische Ursachen jemals erlebt haben. Aber auf Platz 2 sind dann auch so Großsturmereignisse wie eben Lothar, Vivien Wiebke, wie heißen sie noch alle? Ja, bevor ich es lange überlege, aber sowas in diese Richtung. Ne? Und da wusste man einfach nicht, wie soll man jetzt damit umgehen. Und eine Möglichkeit waren eben diese Plastikhülsen. Geschadet hat es nichts, in vielen Fällen hat es was geholfen. Ja, und jetzt müssen sie halt irgendwann wieder eingesammelt werden. Also nur so als Idee, ne? Wer mal welche findet, zufällig. So, hier haben wir jetzt einen quasi Buchenwald, sehr stark buchendominiert. Und das werdet ihr auf der Kamera nicht erkennen, weil die macht es ja künstlich heller. Aber gucken wir mal kurz nach hier. Da seht ihr, das ist für die Kamera gleich viel, viel, viel heller. Beziehungsweise sie muss dann runterschalten. Und hier muss sie wieder künstlich
aufhellen, weil der Unterschied an verfügbarem Licht ist schon enorm. Ne? Also da hinten noch auf der Waldstraße, wo wirklich noch das bisschen Sonne, was heute durch die Wolken guckt, schön zu sehen ist. Und hier hingegen an einem stark bewölkten Tag, kann auch jeden Moment regnen, ist so ein Buchenwald richtig dunkel. Ja? Also man stellt sich unter einem dunklen Wald immer so einen Nadelforst vor. Stimmt nicht. Der dunkelste Waldform mit wirklich am wenigsten effektivem Licht, was da unten ankommt, ist ein buchendominierter Wald. Denn wenn wir da mal in die Krone gucken, das ist jetzt noch ein seitlicher Blick ins Kronendach. Von unten sieht das nochmal ganz anders aus. Der Boden ist also durchschnittlich mit 10 bis 14, ja, Dichte auch mal gerne mit bis zu 24, das sind so dann hohe Werte, einzelnen Blättern quasi überdeckt. Also jeder senkrecht reinkommende Sonnenstrahl, ja, abgesehen davon, dass der natürlich nicht senkrecht kommt, aber angenommen, er würde es, der muss dann an, ja, quasi bis zu 24 Blättern abprallen, bis er überhaupt durchs Kronendach durch ist und dann hier im unteren Bereich des Waldes ankommt. Und da kann man sich ganz gut vorstellen, dass da recht viel Licht oben in den Kronen reflektiert wird und sonst wo bleibt, aber halt eben nicht am Waldboden. Und deswegen ist typisch für einen richtigen Buchenwald, hier ist jetzt so eine Hangsituation, da ist es also noch mal ein bisschen besser, aber typischerweise finden wir am Boden nichts Grünes oder kaum noch was Grünes, nachdem die Buche die Blätter aufgemacht hat. Jetzt haben wir, ich glaube, sowas um den 18. Mai rum, könnte auch der 19. sein, keine Ahnung, Corona. da fällt mir Datum schwer. Aber die Buche ist vollständig auf. Die macht normalerweise so gegen Mitte April auf. Sie kann das dann noch ein paar Tage bzw. maximal 2 Wöchlein rauszögern, je nach Standort, wo sie sich befindet. Aber spätestens Ende April ist die Buche offen. Da steht natürlich auch noch ein Ahorn drin, also nicht verwirren lassen. Und dann macht die Buche dicht und dann wird es auch dunkel im Wald. Und alles, was nicht speziell angepasst ist, wie zum Beispiel eben ein Ilex, da hinten seht ihr dieses große Ding, das ist ein Ilex. Der kann auch unter Buche, Eibe kann auch unter Buche, gibt sie jetzt nicht, aber sie könnte, wenn sie gäbe. Und das war es dann mehr oder weniger. Und dann sind es die jungen Bäumchen natürlich, die dann teilweise da unten drunter noch existieren können. Also Buche kann unter Buche wachsen, wäre auch schlecht, wenn nicht, dann würde die Buche nämlich aussterben, wenn sie gar nicht in der Lage wäre, junge Bäumchen unter sich selber hochzubekommen. Aber viel gibt es da nicht. Ne? Das ist auch der Grund, weshalb eben die Buche die alles dominierende Baumart in Mitteleuropa ist, wegen ihrer einerseits Schattwerffähigkeit und gleichzeitiger Schatttoleranz ihrer jungen Bäume. Ganz eine tolle, im Grunde sehr fiese, aber tolle Baumart. Ja, also hier nochmal Positivbeispiel. So muss ein Hang in einem modern bewirtschafteten, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen bewirtschafteten Wald im Idealfall, oder zum Beispiel zumindest, sage ich jetzt mal, das wäre einer der möglichen Idealfälle, muss der so aussehen. Das sind so Waldbilder, da kann man durchaus eine Postkarte von machen. Abgesehen davon, dass keine Sau mehr Postkarten verschickt, aber... Wuhua, so Akkuwechsel erfolgreich vollzogen und hinter mir sehen wir einen Hang und an diesem Hang, da sehen wir eine dicke alte Buche, die ist wirklich ordentlich, ne? Dürfte ungefähr, ja, 180, ja, sowas um den Dreh sicherlich haben. Und wir sehen nebendran einen kleinen Hochsitz, der hat schon mal bessere Zeiten erlebt. Müsste ich mir jetzt näher angucken, um zu sagen, ob der überhaupt noch verkehrssicher ist. Aber gut, das ist auch nicht mein Job. Jedenfalls, hier hinten dran, zwischen Eiche und Hochsitz, können wir schön den Hang hochgucken. Und das ist kein Zufall, sondern das ist eine Jagdschneise. In solchen Gebieten wie hier macht das richtig Sinn, am Hang, hangaufwärts natürlich. Ganz wichtig, kommen wir gleich zu. Eine kleine Schneise mal in den Bewuchs
Ja, auch zu sägen letztendlich. Ja, das ist eine Multifunktionsschneise. Einerseits kann man das Holz drüber transportieren und andererseits hat der Jäger, der hier jetzt eben hockt, freie Sicht. Die gesamte Schneise nach oben, die war sicherlich ursprünglich mal noch ein bisschen weiter hoch freigeschnitten. Da kann man also schön erkennen, dass es sich um eine alte Schneise handelt und auch um Zustand des Hochsitz lässt sich das vermuten. Und ja, freie Sicht, freies Schussfeld und wenn dann da eben ein Rehlein, vor allen Dingen ein Rehlein hier in die Schneise reinläuft, dann kann da auch recht gut geschossen werden. Denn warum muss die Schneise bergauf zeigen? Warum ist das wichtig? Ja, dann hat man sofort Kugelfang. Ja? Also als Jäger darfst du nur schießen, wenn du nach dem Treffen des Ziels, und die Kugel durchschlägt das Ziel üblicherweise, also sprich das dein Mittagessen, ja, dann sollte die Kugel danach bitte schön sofort im Kugelfang landen, also so sofort wie möglich. Und der Kugelfang, das kann nur sein Boden, Erde. Ne? Also direkt in den Hang zu ballern, da schießt du quasi in den Berg. Die Chance, dass da die Kugel noch irgendwo anders hinfliegt und Schaden anrichtet, ist quasi nicht existent. Das ist also eine super sichere Schussposition, da kann nichts schief gehen. Da schießt man sich sein Schnitzel und danach ist die Kugel safe und alles super. Also wirklich mal ein Positivbeispiel für sicherheitstechnisch gesehen einen hervorragenden Ansatz. Ob man hier jetzt viel schießt oder hier mal viel geschossen hat, das maße ich mir nicht an zu beurteilen. So, wir machen jetzt mal ganz was Krasses. Wir bestimmen ein Gras. Denn tatsächlich, also für viele Leute gibt es Gras. Ende der Aufzählung. Nein, es gibt nämlich sogar verschiedene Gräser verschiedener Gruppierungen. Und das hier ist eins der am leichtesten zu erkennenden. Ihr seht, das wächst erstmal, hoppla, hier so als einzelne Büschel, ne, so hier als Horste nennt man die. So, das ist die eine Eigenschaft, die ihr euch bitte merkt. Zweitens, es hat sehr längliche, spitz zulaufende Halme, also sehr, sehr spitz. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen mit der Kamera. Und drittens, wenn es blüht, beziehungsweise wenn die wunderbaren Perlchen hier dran hängen, dann lässt es sich super gut bestimmen. Es ist nämlich Perlgras. Und hier ist auch unschwer zu erkennen, warum es so heißt, weil die so ein bisschen wie Perlen aussehen, die Früchte, und damit, ja, Perlgras. Sicherlich eine der am einfachsten zu bestimmenden Grasarten, die so im Wald rumstehen, auch das zum Frauen beeindrucken. Das hier ist übrigens eine Wicke. So, ich schleiche jetzt inzwischen quasi um den Gipfel drumherum. Das ist der üblichen Anlage von Forststraßen geschuldet. Macht ja keinen Sinn, die quasi wuff direkt auf den Gipfel zu legen. Dann kann nämlich kein normales Fahrzeug da mehr hochfahren. Und zweitens, eine Forststraße hat ja nicht die Aufgabe, von A nach B zu führen, also im Sinne von Punkt A und Punkt B zu verbinden, sondern die soll Fläche erschließen. Forststraßen verlaufen also immer so durch den Wald, dass sie möglichst viel Wald links und rechts erreichbar machen. Ne? Dass man also, wenn man jetzt hier mit einem schweren Gerät rumfährt, den Hang vollständig zur Verfügung hat, um da jetzt ein paar Jungs mit Säge runterzuschicken oder Mädels, ne? Gibt es ja heutzutage auch, und die sägen da was um und dann steht hier oben ein Forstschlepper, oh, nichts Besonderes, muss gar nichts so Krasses sein, ein Traktor mit Seilwinde zum Beispiel tut schon, so, und dann bindest du das da ans Seil, ziehst es hier hoch, also erstmal entasten vor Ort, ne, mit der Motorsäge die Äste vom Baum abschneiden, Stamm hier hochziehen, hier an der Seite deponieren, im Wassergraben, neben dem Wassergraben, irgendwie sowas. Und das machst du mit ein paar Stämmen und dann gibt es hier einen Polter und irgendwann kommt dann der LKW hier entlang gefahren und sammelt das Zeug auf und fährt es geradeaus
in die Richtung, weil der fährt nicht rückwärts wieder aus dem Wald raus. Ja, also es muss einem klar sein, Waldwege führen schon irgendwann mal irgendwo hin. Aber wenn man die ganze Zeit auf demselben Waldweg in der Gegend rumläuft, vor allen Dingen im Gebirge, dann läuft man lange Zeit, ohne irgendwo rauszukommen. Der hier zum Beispiel, der führt wirklich mehr oder weniger so wie bei großen Parkhäusern, die mit so einer Spirale zum Hochfahren, wo man sich dann ein Parkdeck nach dem anderen nach oben schraubt. So ähnlich verläuft jetzt zum Beispiel auch dieser Weg hier um den Berg drumherum. Hallo. Mit ganz leichter Steigung bloß, weil das Ziel, wie gesagt, ist ja, möglichst viel Hang zu erschließen. Und da muss der Weg auch lang sein, damit man eben überall am Hang irgendwie mal Straße hat. Ne? So, heißt, wenn ich jetzt hier hochstapfen würde, was ich zwar überlege zu tun, aber dafür fühle ich mich zu dick und zu Couch-Potato-mäßig, dann wäre ich relativ schnell auf dem Gipfel. Mit den normalen hier zur Verfügung stehenden Vorstraßen dauert das noch richtig lange. Es gibt auch durchaus Berge, sowas da, die überhaupt keine Straße auf dem Gipfel haben, weil es nicht interessant ist, weil man da gar nicht hoch möchte, weil eben auch auf so einem Gipfel ein prima Ort ist, wo man mal freiwillig auf ein bisschen Holzernte verzichten kann. Allzu viel wächst da eh nicht. Gipfel sind auch immer trocken. Das reduziert auch den Zuwachs der Bäume. Warum sind Gipfel immer trocken? Die sind doch total weit oben, da bleibt doch die Wolke dran hängen und so. Jaha, aber wenn es auf den Gipfel drauf regnet und sagen wir jetzt mal, dieser Gipfel hat ein Gipfelplateau, das ist von mir aus 300 Quadratmeter groß. Das ist jetzt ein relativ kleines. Dann stehen den Pflanzen auf diesem Gipfelplateau 300 Quadratmeter Boden zur Verfügung, die das Wasser auffangen können. Und alles, was nicht direkt auf diese 300 Quadratmeter fällt, fällt irgendwo am Hang. Und wo fließt es dann hin? Runter. Und das heißt, Gipfelplateaus immer trocken. Da mag es zwar regelmäßig Niederschläge geben, je nachdem wie hoch die sind, aber wenig Boden zum Niederschläge speichern. Und wenn es dann halt mal ein paar Wochen doch keinen Niederschlag gibt, dann herrscht da ganz schnell Not und Dürre. Und in vielen Fällen kann man das auch ganz gut sehen, während man zurzeit Berge hochsteigt, wird die Situation der toten Bäume und der nicht schön aussehenden Bäume immer schlimmer, je höher man kommt. Ja, hier ist es jetzt nicht so. Freut mich eigentlich, aber wäre auch interessant gewesen, euch das zeigen zu können. Naja. Gehen wir weiter. Ich habe einen alten Holzlagerplatz gefunden, also so einen Zwischenlagerplatz sozusagen. Das erkennen wir jetzt an mehreren Dingen. Erstens, hier ist vorm Hang noch vergleichsweise viel Platz. Das heißt, der Weg ist an dieser Stelle breiter, als er sein müsste. Und das macht man nicht aus Spaß, weil man irgendwie nichts Besseres zu tun hat, als extra breite Straßen zu bauen. Sondern das macht man dann, wenn man eben an einer gut geeigneten Stelle mal ein paar Stämme deponieren möchte. Und das ist übrigens auch der Grund für Brennnesseln und für die auf 1,60 Meter, 80, je nachdem, von welcher Seite man guckt, abgeschnittenen Stümpfe hier. Das sind schlicht und ergreifend Stopper, die verhindern, wenn du hier lange Stämme hinlegst, dass die den Hang runterrutschen. Ja? Also Stabilisierungsflöcke gewachsener Art sozusagen. Also das findet man recht häufig oben am Hang eben, dass man jetzt hier problemlos ein paar Stämme hinlegen könnte und keine Angst haben müsste, dass die den Hang runterkommen. Ist eine ganz gute Sache und clever gelöst. Ja, nicht, dass das jetzt irgendjemand hier vor Ort erfunden hätte. Auch die Brennnesseln weisen darauf hin, dass hier irgendwas anders ist, weil, was ihr vielleicht schon wusstet und wenn nicht, erzähle ich es euch jetzt nochmal, Brennnesseln sind Stickstoffzeiger. Das heißt, die wachsen nur da, wo besonders viel Stickstoff im Boden verfügbar ist, beziehungsweise Nitrat, Nitrit, Ammonium, solche Stoffe. Ne? Also die pflanzenverfügbaren Stickstoffverbindungen, die viel Stickstoff enthalten. Wofür braucht man Stickstoff? Naja, für Eiweiß. Was
Was ist Eiweiß? Proteine. Und warum ist das wichtig? Naja, weil jedes Lebewesen eben im Wesentlichen sämtliche Biostoffwechselprozesse mit Proteinen steuert, unter anderem. Ja? Das heißt, alle Lebewesen brauchen Proteine in größeren Mengen und deswegen brauchen alle Lebewesen, Pflanzen ein bisschen weniger als Tiere, aber trotzdem eine recht hohe Menge an Stickstoff. So, und die Brennnessel tut sich da eben nochmal hervor, dass sie besonders viel Stickstoff benötigt. Warum? Naja, weil sie halt eben Brennnessel ist, Brennnessel. Das Zeug, was da nämlich brennt, ist quasi teuer, muss ja auch erstmal hergestellt werden aus Sicht der Pflanze. Und das kostet unter anderem eine Menge Stickstoff und der muss irgendwo herkommen und zwar aus dem Boden. Und daher kann sie nur da wachsen, wo er halt schon ist. So, und da gibt es zwei Möglichkeiten für große Brennnesselfelder im Wald. Möglichkeit 1, hier wird ständig hingepinkelt. Das mag auch durchaus so sein, aber wir sind wirklich mitten im Wald und so viele Leute sind hier jetzt auch nicht unterwegs, selbst in Zeiten Corona, dass man davon ausgehen müsste, dass dauernd ausgerechnet hier hingepinkelt wird. Oder Variante 2, es handelt sich eben um eine Stelle, wo ständig nährstoffhaltiges Material abgelagert wird, nämlich eben Baumstämme. Denn die Rinde enthält eben die allermeisten Nährstoffe in so einem Baum und die Rinde fällt hier dann halt auch gerne mal ab und bleibt am Boden liegen, während die Stämme hier vor sich hin verrotten, bis sie abgeholt werden. Hoffentlich rechtzeitig. Ne? Und dann ist aber immer noch jede Menge Rindenmulch letztendlich übrig, der nach und nach verrottet und eben die darin enthaltenen Nährstoffe freisetzt, die sich hier im Boden anreichern. Ja, und siehe da, das reicht der Brennnessel zum wunderbar wachsen. Und damit haben wir hier ein dichtes Brennnesseldickicht. Vielleicht hat auch mal jemand hingepinkelt. So, und damit sind wir jetzt auf dem Plateau, also auf dem Sattel quasi zwischen dem Berg, wo ich hoch wollte, der ist da hinten, den sieht man quasi nicht, und dem Berg, wo ich nicht hoch wollte, der da. Warum will ich auf den nicht hoch? Naja, der ist halt eben prominent. Jetzt ist hier leider auch noch Wind, deswegen versteht mich keiner. Und drum gehe ich jetzt mal in die Hütte. Da bin ich nämlich windgeschützt. Und dann kann ich noch ein paar Dinge erzählen, ohne dass es mir ins Mikrofon weht. Problem mit der Actioncam, die hat keinen Wind, da kann man keinen, also jedenfalls nicht so richtig Windschutz installieren. So, also der Berg da hinten, das ist halt ein prominenterer Berg, das ist der Merkur. Da ist alle mögliche Infrastruktur oben drauf und die Fliegenden, die fliegen da rum. Guckt mal. Seht ihr die Fliegenden? Da fliegen die Fliegenden. Und immer wenn die Fliegenden fliegen, dann ist da oben jede Menge los. Deswegen, da werde ich heute jetzt nicht mehr hochstapfen. Ehrlich gesagt bin ich an dem Weg, den ich ursprünglich auf den anderen Berg nehmen wollte, tatsächlich vorbeigelatscht. Ich hatte jetzt keine Lust, eine größere Strecke querwald einzulaufen. Ja, ich bin halt Couch-Potato-Mode. Ne? Der, der Hartkrieger ist weit, weit, weit entfernt. Er steckt irgendwo, vielleicht unten, ganz unten in einer großen Tüte Chips. Kommt euch das hier bekannt vor? Die ganz langjährigen Zuschauer könnten vielleicht diese Hütte wieder erkennen. Die ist schon in diversen Videos drin gewesen. Und die ganz, ganz langjährigen Zuschauer kennen vielleicht auch noch Folgendes. Moment. Das ist noch ein schöner Punkt für ein Ende. Tada! Ich hatte doch mal sehr früh, ne, so als bestimmt innerhalb der ersten 20 Videos, hatte ich mal die Wildschwein-Trilogie, in der kein einziges Wildschwein zu sehen war. Viel Worte ohne Wildschwein. Und habe im letzten Teil dann noch einen kleinen Stunt mit den beiden hier aufgeführt. Der ein bisschen bekloppt gewesen ist, aber dem einen oder anderen könnte er in Erinnerung geblieben sein. Und das ist eben hier an der Binsenwiese. Ja, Binsenwasen heißt ja schon Binsenwiese, aber nichtsdestotrotz.
So, jetzt bin ich auch schon wieder relativ weit runtergekommen. Hock hier hinter unserem Wildgehege. Das kennt ihr schon aus diversen anderen Videos. Das heißt, da gibt es jetzt nicht viel, was ich jetzt noch an Neuen zu zeigen hätte. Und daher würde ich sagen, ich genieße den Rest von meinem Spaziergang dann noch ohne euch. Bedanke mich fürs Mitkommen und stelle fest, dass ich mich wirklich mehr bewegen muss. Es ging zwar jetzt noch einigermaßen gut im Buckelnuff, aber ich bin ja auch ständig stehen geblieben, um euch noch was zu erzählen. Aber ich habe dann auch nach ein paar Kilometern, keine Lust mehr ist das falsche Wort, aber ich merke nach ein paar Kilometern dann halt schon, die spüre ich. Ja, und es gab mal eine Zeit, da hätte ich wegen ein paar Kilometern erst angefangen mit rumlaufen. Und also wirklich Fitnesszustand, Katastrophe. Nicht umsonst nenne ich ja, habe ich ja Arbeitstitel, dicker, schwacher Mann, Klammer auf, im Wald, Klammer zu, steigt auf Berg. Und jetzt ist er noch nicht mal ganz auf den Berg gestiegen. Ah, das wird ein böses Ende mit mir haben. Gut, das heißt definitiv mehr bewegen und ja gut, jetzt ist hoffentlich dann auch eine Zeit, in der man das auch wieder sinnvollerweise mit Arbeit und mit anderen Sachen kombinieren kann. Dann denke ich, wird das auch wieder besser mit meinem pottwalartigen Zustand. Macht's gut, Dankeschön fürs Mitkommen, bis zum nächsten Mal.